Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 115 von Dienstag, dem 21. Mai 2024, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify Podcast, auf Apple Podcast, auf YouTube und an einigen anderen Stellen. Im Detail erfährst du das jeweils aktuell im Newsletter und den bekommst du unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Vorgestern und vorvorgestern war das fünfte Erlebniswochenende und darum geht es auch in diesem Podcast, nämlich um den Text von Immanuel Kant, der dem ganzen Wochenende zugrunde lag und wie man Kant liest und wie man Kant modelliert und was Kant mit Warkok zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dieses Wochenende war das fünfte Berliner NLP-Erlebniswochenende zu dem Thema Einander verstehen. Und das Ganze war aufregend, es war wunderbar, es war aber auch viel Arbeit. Und deswegen gab es letzte Woche von mir gar nichts. Also weder am Samstag einen geschriebenen Newsletter noch am letzten Dienstag einen Podcast, also auch keinen Audio-Newsletter. Die Vorbereitung war wie immer dann doch sehr viel aufwendiger, als ich mir das gedacht habe. Aber das war es auch wert. Das Wochenende war großartig. Das nächste haben wir am 7. und 8. September. Da geht es dann zum Thema Emotionen kontrollieren bei sich und bei anderen mit dem Untertitel Der Schritt von Grün nach Gelb. Also da geht es dann um Spiral Dynamics. Aber jetzt rückblickend zu dem Erlebniswochenende zum Thema einander verstehen. Ich habe da also zwei Tage zu dem Wochenende zu dem Thema gemacht, was mich jetzt hier in Wirklichkeit schon seit Monaten und ich kann schon sagen seit Jahren beschäftigt. Also wenn du meine Arbeit ein bisschen verfolgst, die Webinare, die Podcasts und die Newsletter, dann weißt du, das war jetzt lange Zeit, lange, lange Zeit mein Thema. Und das hat jetzt ein Ende gefunden. Ich werde das jetzt in den nächsten Monaten nicht mehr so in Fokus stellen. Aber es war wirklich ein würdiger Abschluss. Es war die Frage im Mittelpunkt gestanden. Wie kommt's, dass wir uns in vielen Punkten so wenig verstehen? Ich hatte auch gesagt, bei mir war die wahrscheinlich Initialzündung die Corona-Zeit, als mir halt einfach auffiel, wie unglaublich das ist, dass man sich so überhaupt nicht versteht über so Fragen wie, wie gefährlich ist die Krankheit? Ja, zum Teil sogar existiert die Krankheit. Maske ja oder nein, Impfung ja oder nein. Und dass Leute, die eigentlich eng verbunden sind, Freunde, zum Teil sogar Familie, dass die sich einfach nicht verstehen. Und dass dieses Unverstehen manchmal so tief geht, dass es zu einem richtigen Zerwürfnis und bisweilen sogar zu einer Trennung führt. Und da dachte ich mir, das ist der Einsatz für die NLPler. Da sind die gefragt, da sind die gerufen, weil ich meine, wenn jemand was von Kommunikation, von Glaubenssätzen und von Menschen versteht, dann sollten das wir NLPler sein. Also habe ich mir da einen Auftrag akquiriert und gesagt, ich kümmere mich drum. Und dann wurde das immer mehr. Und dann kamen weitere Themen dazu. Ich würde mal sagen, aktuell ist das AfD-Thema eins, was sehr Potenzial hat, dass man sich mit netten Leuten darüber zerstreitet, wie gefährlich ist die AfD wirklich, sollte sie verboten werden, sollte sie zur Wahl antreten oder ist sie vielleicht sogar unsere letzte Hoffnung. Da gibt es auch herrliche Gelegenheiten, dass man sich mit anderen Leuten streitet. Und eigentlich war meine Überlegung, wie kommen wir raus aus der Nummer, wie können wir uns vertragen? Und in der Vorbereitung des Wochenendes kam ich da schon auf ein Problem. Ich kann das mal jetzt kurz darstellen, weil die Lösung dieses Problems fand ich dann letztendlich in einem Text von Immanuel Kant, der dieses Jahr 300. Geburtstag feiert und der Text ist auch 250 Jahre alt. Also manchmal staunt man, wie man auf aktuelle Probleme Antworten findet an Stellen, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet hätte. Ich guckte also, wie man sich verstehen kann und schnell wurde mir klar, dass das Verstehen natürlich eine Qualität des Erkenntnisbereichs ist. Also ich verstehe dich, du verstehst mich, wir verstehen uns, das ist Erkenntnisbereich. Handlungsbereich wäre, wir können gut zusammenarbeiten, auch wenn wir uns vielleicht nicht verstehen.
Beziehungsbereich wäre, wir mögen uns, auch wenn wir uns vielleicht nicht verstehen. Und es geht sogar anders. Man kann sich auch verstehen, ohne sich zu mögen und ohne gut zusammenarbeiten zu können. Das heißt, das Verstehen ist eine von drei Möglichkeiten, wie man zu jemand anderem eine Beziehung aufbaut. Und jede Möglichkeit geht für sich. Es gehen zwei und es gehen auch alle drei. Das wäre dann der Idealfall. Und manchmal ist das schwierig. Dann habe ich Spiral Dynamics dazu genommen. Wenn du dich dafür interessierst, findest du 3 Stunden Podcast von mir, die Podcasts 62, 63 und 64, wo ich das Modell erkläre. Ich deute hier nur ganz kurz an, was ich am Erlebniswochenende ausführlich dargestellt habe, nämlich dass Spiral Dynamics beschreibt bestimmte Entwicklungsprozesse, Entwicklungsstufen, durch die jeder einzelne Mensch geht und die Menschheit. Und da ist es so schön, dass innerhalb einer Stufe, also wenn man sich auf derselben Stufe befindet, dann ist Verstehen kein so großes Problem, weil jede Stufe hält bestimmte Regeln bereit, wie man sich verstehen kann. Die 3 Stufen, die für uns heutzutage wirklich eine große Rolle spielen, sind die blaue Stufe, die orange Stufe und die grüne Stufe. Die Stufen werden in dem Modell nach Farben benannt. Auf der blauen Stufe ist es einfach, man fragt eine Autorität, am besten den Pfarrer. Also kirchliche Autorität ist da gut, es geht aber auch eine weltliche Autorität, vielleicht ein Richter oder sowas. Und dann spricht der Recht, dann sagt er, wie es wirklich ist, dann sagt er, was der liebe Gott sagt und dann ist der Fall klar. Wenn das beide akzeptieren, können sie sich in Streitfragen verstehen. Auf der orangen Stufe wird die Entscheidung rational getroffen, das heißt, das Hauptthema ist in dem Fall wissenschaftliches, logisches, argumentatives Vorgehen. Das heißt, wir könnten Studien machen, wir könnten Untersuchungen machen und dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das ist etwas, was unsere heutige Welt sehr bestimmt und wo man sagt, da könnte man doch eigentlich theoretisch diese ganzen Klima-, Corona-, AfD- und sonstigen Fragen klären. Da machen wir halt einfach eine Studie, da machen wir eine Untersuchung. Das Dumme ist nur, und auch das habe ich am Erlebniswochenende ausführlicher dargestellt, dass dieses orangene Modell leider ganz viele Grenzen hat, die wir inzwischen nach ein paar hundert Jahren Erfahrung mit dem Modell leider Gottes uns eingestehen müssen. Eins dieser Probleme ist, wie wir die Daten gewinnen. Also zum Beispiel jetzt beim Klimathema die Frage, wo stellen wir den Thermometer auf oder wo stellen wir die Thermometer auf und wann wird gemessen und wie oft wird gemessen und auf welcher Höhe wird gemessen. Und darüber kann man sich ewig streiten, was jetzt davon aussagekräftig ist und was nicht aussagekräftig ist. In der Corona-Zeit waren das so eine Fragen wie an oder mit Corona gestorben und wie viele Zyklen hatte der PCR-Test und ähnliches. Auch darüber kann man sich ewig streiten. Und wenn du die aktuelle AfD-Debatte ein bisschen verfolgst, wo es um die Frage geht, Rechtsextremismus, Verdacht oder gesichert rechtsextrem, und dann die Frage ist, wieso, weshalb, warum eigentlich? Und da gibt es auch Gutachten, da gibt es Studien, die sind teilweise unter Verschluss, teilweise werden die veröffentlicht. Das heißt, ein Problem bei Orange ist, dass wir oft nicht zu einer Einigung kommen, weil wir uns auf die Datengrundlage nicht einigen können. Und das zweite Problem ist, selbst wenn wir uns auf die Datengrundlage einigen können, dauert es oft viel zu lange, die Daten zu erheben. Das war in der Corona-Zeit ein Problem, dass viele Leute gesagt haben, wir haben nicht die Zeit, zum Beispiel diese Studien zu machen für die Impfstoffzulassung, weil das dauert 3 Jahre und dann sind alle schon tot oder die Pandemie ist von selbst vergangen, wie auch immer. Jedenfalls ist das Problem 2, dass die Datenverarbeitung selber auch wieder Zeit kostet und Geld kostet. Und Problem Nummer 3 ist, dass man sich am Ende fast schon wieder um Begriffe streitet, aber um Begriffsdefinitionen, um Erklärungen, um sowas wie, was ist eigentlich ein Beweis, wann ist ein Beweis beweiskräftig, wann ist eine Wahrheit und wann gilt eine Aussage, wann gilt keine Aussage. Auch die Diskussionen sind im Grunde Jahrhunderte und Jahrtausende alt. Aber das ist inzwischen alles so, hat so überhand genommen, dass wir leider einsehen müssen, dass wir, so schön der Traum war, auf Orange wahrscheinlich doch auch nicht jeden Konflikt werden klären können. Zumindest nicht in der Lebenszeit, die uns als Menschen zur Verfügung steht. Aber zum Glück gibt's Grün als nächste Stufe und Grün hat eine andere Art, Konflikte zu klären. Und zwar geht es da um gutes Gefühl. Also dass die Grünstrategien, zum Beispiel dieses Konsens finden, Konsensieren, Soziokratie, Holokratie, gewaltfreie Kommunikation und ähnliches, da
wird sich sehr klar, ich will nicht sagen gegen die Fakten gestellt, das überhaupt nicht, aber die Fakten sind nicht mehr so wichtig. Da geht es mehr um die Befindlichkeit, um die Emotionen, da geht es mehr um das Wohlfühlen oder um das Unwohlfühlen. Und eine grüne Konfliktklärung hätte das Ziel, dass wir so lange zusammensitzen, so lange reden, bis alle sich gut fühlen. Also bis alle ihre Befindlichkeiten ausgesprochen haben und dann geht es jedem gut. Und dann können wir sogar auf grün, und das ist, wenn es funktioniert, fast magisch, dann können wir einstimmige, ja sogar eigentlich einherzige Entscheidungen treffen. Das ist wirklich toll. Ich habe das bei Marshall Rosenberg erlebt, da habe ich Soziokratie erlebt und das ist, wenn es funktioniert, es hat wirklich, es hat einen Zauber, es hat einen ganz großen Zauber. Dumm ist daran zweierlei. Erstens, es geht erst ab einer gewissen Stufe der persönlichen Entwicklung. Auf die muss man erstmal hinkommen und da muss man auch durch Blau und Orange ausreichend durch. Dazu gehört nämlich auch, dass man sich selbst und seine Emotionen ausreichend genau wahrnimmt, sodass man merkt, hat man ein Störgefühl oder hat man keins. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass diese Fixierung auf Konsens oder Konsent, also auf Einhelligkeit, Einstimmigkeit, Einherzlichkeit, ja, ab einer gewissen Gruppengröße ist die Chance, dass irgendwie nach 2 Stunden Konsensieren irgendeiner sagt, oh, das tut mir leid, aber ich kriege jetzt gerade ein Störgefühl. Die Chance ist halt einfach da. Das heißt, wenn du mal in einem selbstverwalteten Betrieb warst und da im Stuhlkreis irgendeine Entscheidung mit herbeiführen wolltest, weißt du, das Dumme ist, dass es halt manchmal ein Endlosprozess ist. Trotzdem ist es möglich und eigentlich auch sehr schön. Aber, und jetzt wird es ja nun ganz entscheidend, wenn sich jetzt einer trifft, der vielleicht auf Orange ist und mit einem, der eher auf Grün ist, wenn die eine Differenz haben und das versuchen zu klären, wenn also zum Beispiel in der Corona-Zeit der eine versucht, mit Fakten zu argumentieren und der andere mit Menschlichkeit, dann kann sein, dass die einfach zu keinerlei Ergebnis kommen. Ich habe da vor Jahren mal ein Interview gesehen, oder besser gesagt ein Streitgespräch mit auf der einen Seite Thilo Sarrazin und auf der anderen Seite eine junge Frau, der Name ich vergessen habe. Thilo Sarrazin ist für mich jemand, der extrem faktenzentriert ist. Also ich würde sagen, den kann man fast schon als Symbolfigur für orangenes Denken nehmen. Also der recherchiert und bringt Studien und ist ein wirklich schlauer Mensch, der versucht, alles argumentativ darzulegen, kommt aber jetzt nicht so übertrieben warmherzig und empathisch daher. Und diese junge Frau, die mit ihm im Gespräch war, die war genau das Gegenteil. Die war, bestand im Grunde nur aus Herz, nur aus Menschlichkeit, nur aus Mitgefühl und war halt den Fakten jetzt nicht so verbunden. Und in diesem Gespräch, was die beiden hatten, da war auch noch ein Moderator oder eine Moderatin dabei, Moderatorin dabei, war es, ich weiß nicht, ob rührend das richtige Wort ist oder doch lieber schmerzhaft. Also die beiden hätten sich so gerne verstanden. Das war wirklich deren Ziel. Sie wollten zusammenkommen. Und man hat beiden angemerkt, wie sie den anderen überhaupt nicht verstehen. Also Thilo Sarrazin brachte immer noch mehr Fakten und noch mehr Zahlen und noch mehr Daten und noch mehr Studien und guckte diese junge Frau völlig entsetzt an, so nach dem Motto, jetzt müsstest du es doch langsam mal verstehen. Während die ihn entsetzt zurückguckte nach dem Motto, ja, Herr Sarrazin, auch wenn Sie recht haben, ist das trotzdem alles ganz fürchterlich unmenschlich und herzlos und es kann doch einfach nicht wahr sein, was nicht sein darf, weil es sind doch Menschen, über die wir hier reden, es geht doch um das Gefühl, es war ein Trauerspiel. Das heißt mit anderen Worten, wenn einer auf Orange ist und einer auf Grün oder einer ist auf Blau und einer ist auf Orange, das wird nichts. Die verstehen sich nicht. Das geht im Grunde erst, wenn alle auf Gelb sind, und auch das ist eher eine theoretische Aussage des Spiral Dynamics Modells, dass das dann geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam in der Vorbereitung des Erlebniswochenendes irgendwann zu der doch für mich erstaunlichen Erkenntnis, wir können uns nicht verstehen. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Also ich kann sozusagen jetzt beweisen, ich kann beweisen, warum wir uns nicht verstehen können. Was man noch mit dazu nehmen kann, ist, ich bringe auch mal den Teil hier ganz kurz, ich hatte noch am Erlebniswochenende gesagt, ist noch eine grüne Sonderveranstaltung, nämlich Postmodernismus, radikaler Konstruktivismus. Ich gebe das jetzt hier mal
wirklich schockierend verkürzt zum Besten, sodass jeder, der wahrscheinlich wirklich ein bisschen Ahnung hat von Postmodernismus und radikalen Konstruktivismus, sofort irgendwie sich an irgendwelche Stellen fassen muss, vor ich kriege mich überhaupt nicht mehr ein, wie der Ralf das jetzt verkürzt darstellt. Aber für diesen Podcast möge es genügen. Das ist also eine Idee von Derrida und Foucault, wo ich sagen muss, die Grundlagen der Idee finde ich als NLPler sehr interessant. Und da würde ich sofort mitgehen und sagen, darauf kann ich mich einigen. Also Foucault und Derrida hatten erstmal die Idee, alles ist Sprache. Da kann ich als Vertreter des neurolinguistischen Programmierens und als quasi ein Urenkel von Alfred Graf Korsiewski, der ja die Neurolinguistik begründet hat, da kann ich mich darauf einlassen zu sagen, Kleidung ist Sprache, Verhalten ist Sprache, Geld ist eine Sprache, Architektur ist eine Sprache, Krankheit ist eine Sprache, miteinander umgehen ist eine Sprache, Politik ist eine Sprache, alles ist eine Sprache. Also ich kann mich da gerne darauf einlassen zu sagen, dass irgendwie alles eine Sprache ist. Und daraus entsteht zum Beispiel diese Idee, diese Formulierung, dass man sagt, jemand wird männlich gelesen oder wird weiblich gelesen oder was ich auch bei Gunther Schmidt kennengelernt habe, dass er sowas gesagt hat wie, der Patient wird als schizophren gelesen. Diese vielleicht etwas seltsam anmutende Formulierung kommt aus diesem Hintergrund, dass man halt sagt, das ist alles Sprache, womit man da umgeht. Und dann dachten sich Foucault und Derrida dann, gucken wir uns das alles einfach mal an mit der Strukturanalyse aus der Linguistik und betrachten das Ganze als Sprache. Ja, da gehe ich mit. Dann kommt eine Stelle, wo ich nicht mehr so richtig mitgehe. Und zwar sagen die dann, darüber hatte ich meinen eigenen Podcast und auch ein Webinar gemacht, Sprache macht Wirklichkeit. Das kommt auch aus der Wahrnehmungsforschung. Man weiß ja inzwischen oder wir sind momentan der Meinung, dass wir ja keine objektive Wahrnehmung der Welt haben, sondern auch das sagt das NLP, die Welt wahrnehmen durch unsere Sinne gefiltert und auch Sprache ist so ein Filter. Auch da sind wir uns einig mit den Strukturalisten, Postmodernisten, radikalen Konstruktivisten und wie man die Gesellschaften alle so nennt. Der Unterschied ist, und der Unterschied ist jetzt wirklich sehr wichtig, was ist unsere Annahme, was ist unser Ziel? Geht es darum, und das wäre der NLP-Ansatz, zu sagen, es gibt eine Wirklichkeit und ideal wäre es, wenn Sprache diese Wirklichkeit möglichst gut abbildet. Das war auch der Gedanke von Alfred Graf Korsiewski. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, the map is not the territory. Und er meinte, die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber sie ähnelt ihm in ihrer Struktur. Das heißt, es gibt eine Wirklichkeit, wir können sie nicht erkennen, wir bilden sie sprachlich ab. Da komme ich im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal ausführlich drauf. Und die beste Abbildung ist die, die der Wirklichkeit, die wir nicht wahrnehmen können, am meisten ähnelt. Das ist der NLP-Ansatz. Der Ansatz von Foucault und Derrida geht genau andersrum. Die sagen, Sprache erschafft Wirklichkeit. Das heißt, deren Ansatz ist, wenn ich einen Menschen als Frau bezeichne oder als Mann bezeichne, also so lese, dann mache ich das. Da gibt es ja auch das berühmte Buch von, ich glaube, war das nicht Simone de Beauvoir, dass man eine Frau, als Frau wird man nicht geboren, zur Frau wird man gemacht, sowas in der Richtung. Da geht es also um diese Idee des Lesens und Beschreibens durch Sprache. Drum ist da auch der Ansatz, dass wenn ich es anders nenne, dann ist es anders. Also ich persönlich gehe da nicht mit, aber ich akzeptiere komplett, wenn Leute das so sehen. Nun haben aber auch natürlich die Postmodernisten ein klitzekleines Problemchen zu lösen. Und zwar, wenn die das jetzt komplett hundertprozentig machen und sagen, Wirklichkeit gibt es nicht. Oder besser gesagt, Wirklichkeit wird erlesen über Sprache. Dann wird das Ganze schnell sehr absurd. Also ist die Frage, gibt es denn nicht irgendeine wirkliche Wirklichkeit, die sich in der Sprache abbildet? Und da haben die eine Idee übernommen von Karl Marx. Und Karl Marx meinte ja, die Geschichte der Menschheit kann gelesen werden. Also er hat nicht gesagt, kann gelesen werden. Ich bin jetzt in dem Jargon der Postmodernisten gelandet. Also Karl Marx meinte, es ist wirklich so, die Geschichte der Menschheit ist ein Kampf zwischen Klassen. Und bei Karl Marx war das noch die Klasse der Besitzenden und der Besitzlosen, also Kapitalisten und Proletarier. Das war die Marx'sche Idee.
dass es die ganze Menschheitsgeschichte ein Kampf ist zwischen Unterdrückern und Unterdrückten. Und die Postmodernisten nehmen diese Idee gerne auf und erweitern sie und sagen, ja, aber nicht nur von den Besitzenden und den Habenichtsen, sondern auch zum Beispiel Männer und Frauen, Schlaue und Dumme, Schöne und Hässliche, Weiße und Farbige und so weiter. Also Mittelalte und ganz alte, Mittelalte und Junge. Also es gibt da sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, wo man das bauen kann. Daraus wird dann später der Intersektionalismus. Also die Postmodernisten sehen überall Statusunterschiede, Machtgefälle und Strukturen von Unterdrückung und Unterdrückten. Wo ich sage, ja, das ist eine Möglichkeit, die Welt zu sehen. Der stimme ich sogar zu. Ich höre im Augenblick ein ganz großartiges Hörbuch. The Status Game heißt das. Und das ist eine Geschichte der Menschheit, wirklich aus der Perspektive von Status. Und ich lerne da extrem viel. Ich finde das ein hochspannendes Buch. Ich höre mir es gerade an. Ich werde es hinterher nochmal durchlesen. Es ist wirklich ein Tipp, sich dieses Buch zu gönnen. Ich finde es faszinierend. Also es ist eine Möglichkeit, das Ganze so zu sehen. Ob das jetzt die einzige wahre Wahrheit ist, da hätte ich so meinen Zweifel. Aber schlucken wir auch mal das Teilchen des Menüs. Und jetzt ist der nächste Schritt ziemlich einfach im Postmodernismus, weil die sagen dann, naja, wenn zwei Individuen oder zwei Gruppen, man denkt da lieber in Gruppen, wenn die sich jetzt verstehen wollen, würden, täten, möchten, dann ist natürlich logischerweise ganz klar und selbstverständlich, dann bräuchten die ja natürlich erstmal eine gemeinsame Sprache, in der sie sich verstehen, weil ohne gemeinsame Sprache ist kein Verstehen möglich. Ja, aber in welcher Sprache? Und aus der Idee kommt jetzt, dass natürlich diejenigen, die die Macht in Händen halten, auch die Sprache als Macht- und Unterdrückungsinstrument verwenden, also als ein Instrument, mit dem Strukturen, jetzt kommt zum Beispiel struktureller Rassismus, strukturelle Unterdrückung und sowas in der Art, in dem also mit dieser Sprache Strukturen geschaffen werden, die automatisch dafür sorgen, dass die eine Seite die Macht hat und die andere Seite hat keine Macht. Und die Sprache ist so eine Struktur. Das heißt, und das ist wiederum völlig logisch, dass wenn jetzt jemand aus einer Klasse, die Macht hat, mit jemandem reden will aus einer Klasse, die keine Macht hat und der die Macht hat, sagt, wir können über alles reden. In meiner Sprache. Dann hat er der andere schon verloren. Das heißt, ich verstehe komplett, dass aus dieser Perspektive man sagt, die, die unterdrückt werden, werden den Teufel tun und sich darauf einlassen, dass sie über ihre Unterdrückung reden in der Sprache der Macht. Aber das wäre ja Quatsch. Und es ist so, dass auch in dieser Theorie ganz häufig ja auch die Machtlosen sozusagen eine eigene Sprache entwickelt haben, in der sie sich untereinander verständigen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, machen wir es doch so, dass einfach die, die die Macht haben, dann halt die Sprache derer lernen, die die Macht nicht haben. Aber da sagt der Postmodernismus, nee, das ist auch keine gute Idee, weil das ist ja übergriffig und eindringlich. Also wie es ja bestimmte Worte gibt, die mit N beginnen, und in dem Podcast sage ich sie mal nicht, in anderen Podcasts habe ich es schon gesagt. Wortverbote, Sprechverbote. Also bestimmte Worte mit N, wo man sagt, Leute mit einer bestimmten Hautfarbe dürfen die Worte verwenden und Leute, die eine andere Hautfarbe haben, dürfen die Worte nicht verwenden. Das ist so ein Beispiel für die Sprache der Mächtigen und die Sprache der Ohnmächtigen, wo sich es aber gerade umdreht. Das heißt, jetzt kommen wir zum Ergebnis, dass wenn sich zwei Leute aus verschiedenen solchen Machtgruppen unterhalten wollen, täten und verstehen wollen würden, haben sie per Definition keine gemeinsame Sprache, weil sie können nicht die Sprache der Mächtigen nehmen. Das wäre ja Gewalt gegen die Ohnmächtigen. Und sie können auch nicht die Sprache der Ohnmächtigen nehmen, weil das wäre ja Eindringen der Mächtigen. Und von daher Pustekuchen. Klappt nicht. Und drum sagt der Postmodernismus, ja, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, dass alleine die Idee, die verstehen zu wollen, die unterdrückt werden, ist ja schon übergriffig. Also das ist ja so der Versuch von weißen Leuten zu verstehen, was schwarze Leute als Rassismus erleben, ist ja bereits wieder eine Idee von Rassismus in dieser Denkweise. Und darum kommen wir zum Ergebnis, dass im Halt des Postmodernismus Verstehen nicht nur unmöglich ist, sondern sogar unerwünscht. Und es geht dann in Einzelfällen so weit, da gab es jetzt auch aktuelle Fälle, das heißt aktuell, das ist schon Monate und Jahre her,
in Berliner Institutionen, wo zum Beispiel eine Frau gesagt hat, ein Mann hätte sich ihr auf eine unangenehme Art genähert und hat ihn deswegen angeklagt, angezeigt, beschuldigt, wie auch immer. Und jetzt gibt es ja diese traditionellen, von alten weißen Männern ausgedachten Formen, wie so Gerichtsverfahren abzulaufen hätten, Entscheidungen. Eins davon ist, höre auch immer die andere Seite. Und das würde bedeuten, der Mann darf auch was dazu sagen. Jetzt sagen aber natürlich die Leute, die eher dem Postmodernismus anhängen, nee, Moment mal, stopp, wenn die Frau, also wenn die irgendwie belästigt worden ist und jetzt darf der Mann was dazu sagen, ist es ja quasi eine Retraumatisierung. Da wird die ja erneut belästigt, allein durch das Sagen schon. Also kommt man dann da zum Ergebnis. Und das ist jetzt nur innerhalb dieser Gruppen, nicht in ordentlichen Gerichtsverfahren. Man kommt also jetzt da zum Ergebnis, dass der Frau, weil sie zu einer Opfergruppe gehört, einfach prinzipiell geglaubt wird und der Mann, weil er zu einer machtinnehabenden Gruppe gehört, einfach nicht gehört wird, sondern die Klappe zu halten hat. Und natürlich gibt es dann auch da Leute, die sagen, das kann schon sein, dass da im Einzelfall dann mal eine Frau einen Mann beschuldigt, obwohl nichts war, also ungerecht. Das wäre jetzt aber im Gesamtüberblick nicht so schlimm, weil ja über Jahrhunderte und Jahrtausende die Männer die Frauen unterdrückt haben. Und wenn das jetzt in einem Einzelfall mal sozusagen einen Mann in umgekehrter Form ungerecht erwischt, ist das ja also bestenfalls eine Nachkommastelle als Ausgleich. Und von daher ist das schon okay. So als Kollateralschaden, wo gehobelt wird, fallen die Späne. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel, wo Verstehen innerhalb dieser Theorie weder erwünscht noch möglich ist. Das war jetzt ein kleiner Einschub, Klammer wieder zu, dass also in dem Fall noch nicht mal innerhalb von Grün Verstehen möglich, wünschenswert und denkbar ist. Genau, an dem Punkt war ich also kurz vorm Erlebniswochenende und dachte mir schon, ja, was mache ich jetzt? Ich hatte kurz überlegt, ich bringe einfach ein paar Kästen Bier mit und Chips und sage den Leuten, komm, wir setzen uns einfach hin und trinken Bier und essen Chips und erzählen alberne Witze, weil Verstehen ist sowieso nicht möglich. Denn mir war klar, diese Art von Nicht-Verstehen-Können beinhaltet natürlich zum einen das, was man im NLP-Modell der logischen Ebenen die Ebene 4 nennt, Glaubenssätze, Werte, Sicht auf die Welt und Ähnliches. Und wenn man sich da einigen will, braucht man Ressourcen von Ebene 5, Identität. Wenn man sich aber da auch nicht einigen kann, weil man sich zu unterschiedlich ist, braucht man eine gemeinsame Gruppenzugehörigkeit, die ja in diesen speziellen Fällen gerade nicht da ist. Also landen wir bei der notwendigen Ressource einer gemeinsamen verbindenden Spiritualität. Und die haben wir nicht. Und das war die Sackgasse, in die ich geraten bin. Da habe ich kurz überlegt, was könnte man denn anbieten als gemeinsame verbindende Spiritualität? Und guckte mich in den drei Ecken des Psychografie-Dreiecks um. Und da habe ich in der einen Ecke, die mir nahe liegt, der Erkenntnisbereich gefunden, die Wahrheit. Für mich funktioniert die gut. Das ist der Satz von Karl Popper, der für den sozusagen im Begriff seiner Philosophie ist: Ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Ich finde das einen wunderbaren Satz. Also der erhebt mein Herz. Aber es gibt halt Leute, die sagen, so wichtig ist mir die Wahrheit auch nicht. Ja, dann könnte man in den Handlungsbereich gehen und vielleicht schauen, Ordnung, Erfolg, dass wir das so als gemeinsamen, die Harmonie der Welt, die große Ordnung der Welt, oh, würde mich jetzt nicht so kicken. Oder im Beziehungsbereich vielleicht Liebe, allumfassende Liebe, so also nach dem Motto, wenn wir uns alle lieben, müssen wir uns nicht verstehen. Ja, würde ich mich darauf einlassen, ist aber halt jetzt nicht, was mit Verstehen zu tun hat. Und an dieser Stelle war ich. Wie gesagt, kurz vorm Bier bestellen, als mir dieser Kant-Text in die Hand fiel, als ich in einem Podcast zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant halt diese wunderschöne Stelle fand, wo Kant irgendwo gesagt hat, der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser für ihn gut ist. Sie sorgt für Zwietracht. Und da dachte ich mir, Kant ist kein Dummer. Wenn der sowas schreibt, lohnt sich's normalerweise, das zu lesen. Und ich suchte den Text, recherchierte und fand den Text und las ihn. Oder besser gesagt, versuchte ihn zu lesen. Der Text ist, wenn du ihn im Internet suchst, nicht allzu lange. Also vielleicht so lange wie zwei von meinen Newslettern, zwei, drei von meinen Newslettern. Also im Grunde, wenn man es einfach durchliest, ist man in 10 Minuten durch den Text durch.
Aber verstanden hast du ihn deswegen noch lange nicht, weil ich meine, hallo, es ist von Kant. Und manchmal, wenn ich schwere Texte lese, sage ich mir, das ist jetzt mentales Vollkorn, so nach dem Motto, da musst du lange drauf rumkauen, bis das süß wird. Kant ist dann die Kategorie mentale Erbsen oder mentale Bohnen, Kichererbsen, sowas in der Richtung. Das musst du erstmal einen Tag einweichen und dann lange kochen, bis es verdaulich ist. Also ich habe selten einen Text gehabt, an dem ich so rumgeknobelt habe, bis er für mich lesbar war, wie dieser Kant-Text. Und als ich da so vor mich hinknobelte an dem Text und währenddessen, weil ich kann ja nicht anders, wiederum auf meine eigene Strategie achtete, wie mache ich es eigentlich, so einen Text zu verstehen, von dem ich weiß, dass viele Menschen nie auf die Idee kämen, sowas zu lesen. Und wenn sie auf die Idee kämen, das vermutlich nach einem paar Minuten des Versuchs wieder lassen würden. Und das ist ja sehr schade, weil ich glaube, dass gerade solche Texte wie Kant, ich meine, gut, der Text ist 150 Jahre alt, dass die erstaunlich viel gutes Material, tolle Gedanken, Wissen, Ideen enthalten, die für uns heute noch interessant sein könnten, aber halt sprachlich auf eine Art verpackt, dass wir heute wenig Chancen haben, das zu verstehen. Und drum habe ich dann, wie es halt so meine Art ist, dann da gleich einen Newsletter darüber geschrieben. Und das war der Newsletter 348 von Samstag, dem 4. Mai 2024, mit dem schönen Titel Oh Fuck. Wobei ich das Fuck habe ich FAK geschrieben. Das steht für visuell, auditiv, kinästhetisch. Der Untertitel lautet: Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Und mit diesem 348, 349er Newsletter, der jetzt an diesem Samstag mit 350 sein Ende findet, die kleine dreiteilige Reihe, geht es darum, wie man es macht, solche schwierigen Texte zu verstehen. Und ich werde, wie auch in den letzten Podcasts, auch jetzt diesen Newsletter lesen und zwischendurch ein paar Sachen ergänzen, die ich mir halt beim Schreiben immer so denke und aus Zeit und Platz und sonstigen Gründen nicht in den Newsletter reinschreiben kann. Und los geht's. Und dieser Newsletter, in dem es also darum geht, wie man schwierige Texte in Vakuum übersetzt, beginnt folgendermaßen. Im Internet kursiert ein Rätselwitz, den angeblich die meisten Vorschulkinder leicht lösen können, die Mehrheit der Universitätsabsolventen aber nicht. Wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Kühlschranktür auf, Elefant rein. Kühlschranktür zu. Wie bekommt man eine Giraffe in den Kühlschrank? Kühlschranktür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Kühlschranktür zu. Der Löwe lädt zu seiner Geburtstagsfeier. Alle Tiere erscheinen, bis auf eins. Welches Tier fehlt? Die Giraffe, die sitzt noch im Kühlschrank. Du willst einen Fluss überqueren, in welchem Krokodile leben. Wie kommst du über den Fluss? Einfach hinüberschwimmen. Die Krokodile sind doch alle auf der Geburtstagsfeier. Du siehst, worum es hier geht. Bildhaftes Denken oder, wie wir NLPler sagen, inneres WAKOK. Nach Albert Einstein sollte das in der Schule gelehrt werden, so wichtig ist es. Aber du weißt, in der Schule wird es den Menschen abgewöhnt. Soweit der Anfang des Newsletters. Ich finde den Witz lustig, aber jetzt mal von dem Thema WAKOK her muss man sagen, das ist ein Schmarrn. Das ist natürlich Quatsch. Lustig ist es trotzdem. Aber wenn du diesen Witz wirklich WAKOKisierst, dann wirst du merken, das klappt vorne und hinten. Ich meine, sich das mal wirklich jetzt konkret zu überlegen, wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank, ist natürlich die Albernheit, dass normalerweise Elefanten größer sind als Kühlschränke. Weswegen Kühlschranktür auf, Elefant rein, Kühlschranktür zu, schon mal albern ist, abgesehen von der Frage, wer hat so eine große Hand, um einen Elefanten in den Kühlschrank stellen zu können. Wenn dann die Frage 2, wie bekommt man eine Giraffe in den Kühlschrank, Kühlschranktür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Kühlschranktür zu, könnte man genauso gut sagen, Moment, mein innerer Kühlschrank war so groß, da passt neben dem Elefanten noch eine Giraffe und noch ein Hamster rein. Also auch das ist WAKOK-mäßig Quatsch. Es zählt aber in dem Fall, es gibt zu diesem Witz sogar Kommentare im Internet. Da geht es halt darum, ob man sich sozusagen den Trick aus dem ersten Mal gemerkt hat, dass man es, naja, du weißt, was ich meine, den Elefant weiter visualisiert da drin. Dann der Löwe lädt zur Geburtstagsfeier, alle Tiere erscheinen bis auf eins, welches Tier fehlt, die Giraffe, die sitzt noch im Kühlschrank.
Kann man auch sagen, ja, warum machten die den Kühlschrank nicht einfach auf und geht zur Geburtstagsfeier? Weil seit, ich glaube, den 70er Jahren müssen alle Kühlschränke so gebaut sein, dass man sie von innen öffnen kann, damit da halt nicht Kinder sich beim Spielen einsperren. Und dasselbige gilt dann natürlich auch bei dem Fluss, wo die Krokodile dann auf der Geburtstagsfeier sind. Auch die könnte ja sein, dass die früher nach Hause gegangen sind, weil sie vielleicht irgendwie Kopfschmerzen hatten oder müde sind oder sowas in der Richtung. Trotzdem ist der Witz lustig. Das würde ich definitiv zustimmen. Der Witz ist lustig. Und er übt das Wagok-Machen. Und das mit Albert Einstein stimmt wirklich. Das habe ich aus dem Buch von Robert Dills, die Einstein-Strategie, wo er halt die Strategie von Albert Einstein modelliert hat, wie der Paradoxien in Abbildungssystemen klären konnte. Um das kurz zu erzählen, worum es da geht, zu Einsteins Zeit hatten die Physiker das Problem, dass sie sich die Köpfe darüber heiß diskutiert haben, ob Licht eigentlich Welle oder Teilchen ist. Und wenn sie einen Versuch gemacht haben, um zu beweisen, dass Licht Welle ist, dann war es eine Welle. Und haben sie einen Versuch gemacht, um zu beweisen, dass Licht ein Teilchen ist, dann war es ein Teilchen. Das Dumme war nur, dass innerhalb der physikalischen Modelle, das nicht gleichzeitig sein konnte, dass Licht Welle und Teilchen ist. Und darüber haben sich die Physiker die Köpfe zerbrochen und eingeschlagen und waren ganz fürchterlich unglücklich, bis dann Einstein gekommen ist mit einer Theorie, die das Ganze wunderbar geklärt hat. Und später dann halt gefragt, wie er auf diese Theorie gekommen ist, hat Einstein halt erklärt, wie er das gemacht hat. Und ein wichtiger Teil seiner Strategie ist, dass er in Vakok gedacht hat, also Gedankenexperimenten, also in innerem Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und dort sich das Ganze vorgestellt hat. Und Einstein meinte wohl, dass erst wenn es bei diesen Gedankenexperimenten zu einer Lösung kommt, dann hat er das Ganze in die Formelsprache der Physik übersetzt. Und der Move ist clever, das kann man nicht anders sagen. Weil dieses Problem, Welle, Teilchen, bla bla bla, das kommt ja, es existiert ja nicht in der wirklichen Welt. Also dem Licht ist das komplett egal, wie wir es nennen, es leuchtet einfach. Und wir legen aber unsere Landkarten da drauf, die Wellenlandkarten, die Teilchenlandkarte und produzieren eine Paradoxie. Diese Paradoxie gibt es aber nur im Modell, nicht in der Wirklichkeit. Die ganz berühmte Paradoxie ist ja die von Achilles und der Schildkröte, Zenons Paradox. Die Geschichte geht so, ich vermute, du kennst sie, ich erzähle sie nur ganz kurz. Achilles, der als schnellster Läufer der Antike galt, und die Schildkröte, die ja bekanntermaßen eher langsam ist, machen ein Wettrennen. Und Achilles ist natürlich locker flockig drauf und gibt der Schildkröte 10 Meter Vorsprung. Das heißt, die Schildkröte startet 10 Meter vor Achilles und Achilles startet 10 Meter hinter ihr. Und dann gibt es den Startschuss und beide rennen los. Und nach ganz kurzer Zeit ist Achilles 10 Meter gerannt und ist also an der Stelle, wo die Schildkröte gerade war. Und da ist die Schildkröte einfach ein Stückchen weiter. Also vielleicht nur ein paar Zentimeter, aber sie ist weiter. Und wenn Achilles weiterrennt, dann wird er irgendwann die Stelle erreichen, wo die Schildkröte jetzt war. Aber dann ist die ja schon wieder weiter, wenn es nur ein paar Millimeter sind. Und wenn Achilles weiterrennt, ist er dann irgendwann an der Stelle, wo die Schildkröte jetzt war. Aber dann ist die Schildkröte ja weiter und sei es nur ein paar Mikrometer. Und so kann man sich das Ganze ins Unendliche denken, weswegen man zum Ergebnis kommt, dass Achilles die Schildkröte rein mathematisch-logisch niemals wird einholen können. Denn immer wenn er die Stelle erreicht hat, wo die Schildkröte gerade war, ist die ja ein mini-mini-mini-bisschen weiter. Du weißt aber rein praktisch, dass Achilles die Schildkröte natürlich überholen wird, obwohl er es theoretisch nicht kann. Und auch da kann man sagen, ist das Problem nicht in Wirklichkeit, weil in Wirklichkeit holt er sie ein und überholt sie. Das Problem ist in der Abbildung, in dem Abbildungssystem. Und jetzt weiter deswegen im Newsletter, der geht folgendermaßen weiter. Nichts gegen abstraktes Denken, damit kann man tolle Sachen machen. Allerdings ist das abstrakte Denken frühestens die dritte Denkschicht. Zuerst kommt das äußere Vakok, dann das innere Vakok, dann die bildhafte Sprache und erst dann die abstrakte Sprache. Wenn du Abstraktion nicht in Vakok zurück übersetzen kannst, dann verstehst du nichts. Ja, da habe ich im Newsletter genau das geschrieben, was ich gerade erklärt habe. Also wir im NLP gehen davon aus, es gibt eine wirkliche Welt irgendwo da draußen. Das ist immer ganz lustig, dass man von da draußen spricht, als ob man von innen gucken würde. Aber ich bleibe mal bei der Metapher. Also da draußen gibt es eine Welt und die nennen wir die wirkliche Welt. Und die gibt's. Wir können sie aber nicht wahrnehmen, außer durch die Filter unserer Sinne. Das ist das innere Vakuumabbild auf Ebene 3. Und zur nächsten Vereinfachung tun wir das dann nochmal abbilden in Sprache, und zwar in Vakuumsprache auf Ebene 4. Und
Dann wird es immer weiter Abbild von Abbild von Abbild von Abbild. Also Abbildabzug heißt ja abstrahere. Abstraktion ist ja dann der Abzug, das Abbild. Und so entsteht halt irgendwann die abstrakte Sprache. Und dann kann man halt völlig abstrakte Sätze sagen, die kein Mensch mehr versteht, wenn man sie nicht ins WAKOG zurück übersetzen kann. Darüber geht der nächste Absatz im Newsletter, der lautet folgendermaßen: Das weiß auch die EU, also das mit dem, das Verstehen wichtig ist. Und hat sich des Themas angenommen. In einem Abstract zum Thema heißt es deswegen, Zitat, Verstehen ist ein konstruktiver, inferenzieller Prozess, in dem anhand des Wortlautes mit Hilfe von prototypischen Annahmen, Sachwissen, Situationswissen und inferenziellen Regeln, unter anderem ein mentales Modell von Sachverhalten und Bewertungen der Relevanz der Informationen im gegebenen Kontext hergestellt werden. Ich finde den Satz so großartig. Also, ich vermute mal, du hast jetzt kein Wort verstanden von dem Satz. Ging mir beim ersten Lesen auch so. Das Lustige ist, also ich habe ja einen Link auf den Text im Newsletter drin. Wenn man sich diesen Satz, ist ja wirklich nur ein Satz, wenn man sich den wirklich Wort für Wort durchliest und sich klar macht, dass für die Menschen, die sowas schreiben, natürlich jedes einzelne dieser Worte ein mächtiger Anker ist für ein mentales Konzept und konkrete Vorstellungen, dann ist es einfach eine wahnsinnsverdichtete Sprache, die natürlich für Profis was aussagt. Aber wenn du als jemand, der nicht in dem Thema drin ist, dann hörst, Verstehen ist ein konstruktiver, inferenzieller Prozess, in dem anhand des Wortlautes mit Hilfe von prototypischen Annahmen, Sachwissen, Situationswissen und inferenziellen Regeln unter anderem ein mentales Modell von Sachverhalten und Bewertungen der Relevanz der Informationen im gegebenen Kontext hergestellt werden, dann denkst du dir, hä? Und man könnte wahrscheinlich den Satz grammatikalisch ein bisschen besser bauen. Weiter im Newsletter. Und verstehst du das? Frau Birkenbiel war der Meinung, die Sprache der Gebildeten ist eine Art Geheimsprache, mit der sich die Elite in Gegenwart einfacher Menschen frei unterhalten können, ohne dass diese auch nur ein Wort verstehen. Ja, das hat Frau Birkenbiel wirklich gemeint und auch zum Teil in ihren Vorträgen gesagt. Ich habe nie wirklich herausgefunden, ob sie eigentlich aus einfachem oder gebildeten Elternhaus gekommen ist. Ich glaube, sie war eigentlich aus einem gebildeten Elternhaus und tat immer so, als wäre es ein einfaches Elternhaus. Jedenfalls, sie war ja auch halb stolz drauf, dass sie Schulabbrecherin war, also Dropout und alles. Also die hatte mit Bildung, hatte die so ihr Thema. Also so eine Hassliebe zur Bildung. Und darum hat die da ein sehr feines Sensorium dafür gehabt und obwohl sie selber ja wirklich krass schlau war und auch echt alles verstanden hat von diesen Texten und Büchern, konnte sie doch nicht übersehen, dass manche Sachen auf eine Art formuliert sind, gerade mit bestimmten Fremdworten, wo dann halt einfache Leute kein Wort verstehen, wenn sich gebildete Leute in ihrer Gegenwart drüber unterhalten. Das ist aber jetzt im Grunde nichts Besonderes, weil wenn sich die einfachen Leute unterhalten oder die Jugendlichen oder bestimmte Gruppen, ja Gott, Jugendsprache ist auch eine eigene Sprache, wo dann oft die Erwachsenen überhaupt nichts mehr verstehen, wenn es davon geht. Gut, ich mache mal weiter im Newsletter. Die gute Nachricht ist, als Kind fiel es dir leicht, bildhaft tönend und gefühlvoll zu denken. Daran knüpfen wir an ab nächster Woche. Da nehmen wir uns einen Text von Immanuel Kant vor und übersetzen ihn in WAKOG. Warum Kant? Weil der dieses Jahr seinen 300. Geburtstag feiert und dieser spezielle Text eine zentrale Rolle im Erlebniswochenende spielt. Bis dahin findest du hier noch ein wunderschönes Gedicht von Robert Gernhardt über den seltenen Moment, wo auch Kant keine Worte fand. Liebe Grüße, Ralf. Ich glaube, ich lese dir mal dieses Gedicht vor. Ein Erlebnis Kants. Eines Tags geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Stundenlang hielt er den Mund und er schwieg, nicht ohne Grund. Ihm fiel absolut nichts ein, drum ließ er das Reden sein. Erst als man ihn zum Essen rief, wurde er wieder kreativ. Und er fand die schönen Worte: Gibt es hinterher noch Torte? Ja, das ist der Text von Gernhardt zum Thema Kant und damit endet der Newsletter Nummer 248. Und weiter geht's mit 348 und weiter geht's mit 349 von Samstag, dem 11. Mai. Und dann kommt dann dieser Kant-Text vor. Also es ist jetzt 349, Samstag, 11. Mai. Kant-Modeling Immanuel Kant ins Vakuum übersetzt. Ein Grandler in Gesellschaft. Und der geht folgendermaßen. Im Erlebniswochenende geht es darum, wie zwei Menschen sich verstehen können, wenn sie dieselbe Sache ganz unterschiedlich sehen.
Am ersten Tag legen wir dafür die Grundlagen und üben einerseits nur sich selbst zu verstehen und andererseits nur einen anderen Menschen. Das beides ist schon schwer genug. Das Letztere üben wir jetzt an Immanuel Kant, also nur einen anderen zu verstehen. Bei Kant kannst du davon ausgehen, dass er sich was gedacht hat. Aber Kant macht es einem nicht leicht, von seinen Worten auf sein Erleben zu schließen. Worte, wenn sie Sinn haben, bilden inneres Vakuum ab. Deswegen musst du, wenn du einen Text verstehen willst, aus den Worten wieder Vakuum machen. Wenn du etwas erlebst, innerlich oder äußerlich, dann passiert da ganz viel gleichzeitig. Wenn du das in Sprache abbildest, dann braucht es eine Reihenfolge. Wenn einer wie Kant seine innere hochkomplexe Gleichzeitigkeit in Sprache abbilden will, dann kommen da eben erstaunlich verknotete und verschachtelte Sätze heraus. Die müssen wir entknoten und entschachteln. Das machen wir Stück für Stück und lassen aus den Kantschen Worten pralles Vakuum entstehen. Genau darum geht's an dieser Stelle. Und da sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass ich schreibe, bei Kant kannst du davon ausgehen, dass er sich was gedacht hat. Das würde fast einen eigenen Newsletter oder Podcast verdienen, weil das Dumme an Blähdeutsch, Schwelldeutsch, Schlaudeutsch ist halt, dass man, gerade wenn man nichts zu sagen hat, kann man das in so geblähten Worten unglaublich gut verstecken. Also da bringt Wolf Schneider wunderschöne Beispiele in seinen Büchern, wo er irgendwelches aufgeblähtes Heißluftdeutsch die Luft rauslässt und plötzlich stellst du fest, da ist überhaupt nichts drin. Das heißt, nur dass ein Text schwierig ist, ist normalerweise überhaupt kein Hinweis darauf hin, dass da was Gutes drin ist. Ich glaube, der Lichtenberg war es, der mal gesagt hat, die Kunst wäre, in einfachen Worten Bedeutendes zu sagen. Und man denkt sich automatisch dazu, ja, das stimmt, weil viele Leute machen es genau andersrum. Die sagen Unbedeutendes in uneinfachen Worten, also quirlen irgendwas hoch, was nichts auszusagen hat. Bei Kant würde ich davon ausgehen, der hat sich was gedacht, der hat was zu sagen, aber er macht es einem nicht leicht, das zu erschließen. Weil im Denken kannst du halt viele Dinge gleichzeitig denken. Also man kann halt im Denken in so eine Vakuumwelt gehen, das hat ja auch Einstein gesagt, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken und da passiert dann alles Mögliche gleichzeitig. Wenn ich das jetzt in Sprache abbilden will, dann kommt da ja halt ein Wort nach dem anderen, ein Satz nach dem anderen, ein Buchstabe nach dem anderen. Das heißt, ich bin gezwungen zu einer Reihenfolge, zu einem Nacheinander. Aber ich denke ja gleichzeitig. Und bei Leuten, die dieses gleichzeitig gerne irgendwie in Sprache abbilden wollen, kommen eigentlich immer Schachtelsätze raus, weil das halt dann verknotet und verschachtelt wird, damit diese Gleichzeitigkeit des Denkens sich irgendwie in den Worten zeigt. Und wenn du es geübt hast, sowas zu lesen, dann kannst du dich darauf einlassen, dass diese Schachtel sich in deinem Geist dann entknotet und du auch diese Gleichzeitigkeit wieder erlebst. Das braucht bestimmte Dinge, ein Kurzzeitgedächtnis gehört dazu, weil das halt dann oft lange Sätze sind. Also gerade bei Kant geht so ein Satz gerne mal über eine halbe Seite. Und das ist klar, der Gedanke ist erst dann zu Ende, wenn der Satz zu Ende ist. Und bis dahin muss man sich das alles merken. Und in diesem Letter habe ich jetzt nur im Grunde zwei Sätze sind's, genau zwei Sätze sind's von Kant mir vorgenommen, um die ins Vakuum zu übersetzen. Jetzt kommt erstmal der Satz. Lass dir mal an dir vorbeiziehen. Es kann sein, dass du ihn beim ersten Mal hören nicht sofort hundertprozentig verstehst. Ging mir damals genauso aus. Dem lese ich ihn jetzt vor. Und das ist vielleicht nochmal schwieriger. Wenn du es lesen könntest, hättest du den visuellen Eindruck. Danach nehmen wir uns den Satz Stück für Stück vor. Und ich erkläre dir auch, wie meine Strategie ist und was du vielleicht für dich übernehmen kannst, um solche Texte zu erschließen. Also es folgt Kant im Zitat. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzelnen, zu isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstand gegen andere geneigt ist. Zitat Ende. Ja, der Reihe nach habe ich es geschrieben. Davor, was ich beim Kantlesen gemerkt habe, ist, und das gebe ich dir nochmal als Tipp hier weiter, ich habe ja den Text erstmal gelesen und kein Wort verstanden.
Und dann fiel mir irgendwann auf, was vielleicht auch daran liegt, dass der Text 250 Jahre alt ist. Das war eine Zeit, da war das stille Lesen im Kopf die Ausnahme. Das war eher selten. Meistens haben sie damals laut gelesen, mit Stimme. Also habe ich das versucht, um den Text besser zu verstehen und habe gemerkt, ja, und das reicht sogar, wenn ich innerlich mit sehr lauter Stimme rede, also innen drin mir den Text wirklich vortrage. Dann habe ich ihn schon besser verstanden. Es ist also wirklich eine Klangpartitur und keine visuelle Partitur, die da Kant verfasst hat. Und dann fiel mir auf, dass Kant Satzzeichen ein bisschen anders verwendet, als wir das heute machen würden. Also in dem bisschen Text, was ich dir gerade vorgelesen habe, sind allein zwei Doppelpunkte drin. Ja, zwei Doppelpunkte sind da drin. Ganz viele Kommata, kein Strichpunkt. Den verwendet er aber auch gerne. Das heißt, ich habe gemerkt, dass Kant Punkt, Strichpunkt und Doppelpunkt verwendet, im Grunde, um Satzteile abzuschließen und zu trennen. Und habe dann die angefangen, auch wiederum in Satzmelodie zu übertragen und gemerkt, dann wurde es leichter. Also wenn du dich an so einen Text ranwagst, dann vielleicht experimentier mal ein bisschen mit der Tonspur. Nun der Reihe nach. Es kommt immer erst das Zitat von Kant und dann kommt meine Übersetzung. Zitat: Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften. Zitat Ende. Da habe ich dann geschrieben: Zuerst brauchen wir einen Hauptdarsteller, einen Menschen. Innerlich sehe ich da Immanuel Kant im bunten Rock mit Spazierstock und keckem Hut. Der ist inmitten anderer Menschen und fühlt sich da sichtlich wohl. Das ist seine Neigung, in Gesellschaft zu sein. Gut, ich gebe zu, bei mir kommt da auch natürlich doch dazu, dass ich Kant-Biografien gehört und gelesen habe. Ich habe mir Bilder im Internet angeguckt von Kant und da sieht man den jungen Kant genau so im bunten Rock mit Stock und Hut. Und nach allem, was ich weiß, war der junge Kant auch jemand, der gerne in Gesellschaft war, der gerne auf Partys war, der sich gerne bei Leuten rumgetrieben hat. Und das eigentlich erst im Laufe der Zeit aus zwei Gründen aufgegeben hat. Das eine war, dass er gemerkt hat, dass er es gesundheitlich auf Dauer vielleicht nicht durchhält. Der zweite Grund war, er wollte sein Buch schreiben, die Kritik der reinen Vernunft, und brauchte dafür ein bisschen Zeit. Also, der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften. Da sehe ich halt einfach, platt gesagt, Kant auf einer Party. Zitat Kant weiter. Weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Zitat Ende. Ah, deswegen sucht er also die anderen Menschen. Da ist er Mensch, da darf er sein. Und im Einschub bringt Kant einen echten Knüller. Menschsein heißt für ihn zu entwickeln, was die Natur ihm angelegt hat. War Kant ein früher NLPler? Er will also sein Potenzial entwickeln, weil ihn das zum Menschen macht und er kann dieses Potenzial besser in Gegenwart der anderen entwickeln. Da sehen wir ihn stehen, angeregt plaudern, glücklich und strahlend. Ja, das war am Ende im Erlebniswochenende dann. Daraus folgte fast eine Stunde Vortrag. Die spare ich dir jetzt, oder besser gesagt, die enthalte ich dir jetzt vor, wo es darum geht, was hat eigentlich die westliche Kultur an Besonderheit, dass wir die wahrscheinlich einzige Hochkultur auf diesem Planeten sind, wo Neugier, Entwicklung, Entdeckung, Vorstoß ins Unbekannte, Weiterkommen einen so extrem hohen Stellenwert haben. Also das wird im 250er Newsletter dann der Hauptpunkt sein. Diese Idee von Kant, der Sinn und Zweck des menschlichen Daseins liegt darin, seine Naturanlagen zu entwickeln. Das ist das, was ich am Ende dann als Ebene 7 Ressource angeboten habe. Und da kommen wir gleich drauf, wie das der Kant dann sieht. Weiter mit Kant, Zitat. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzelnen, zu isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen. Und daher allerwärts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstand gegen andere geneigt ist. Zitat Ende. Teilearbeit konnte er also auch, der Herr Kant. Zwei Seelen fühlt er in seiner Brust. Die eine Seite zieht zur anderen, um sich zu entfalten. Die andere Seite will einfach ihre Ruhe. In einem zweiten Bild sehe ich deswegen den Herrn Kant in seinem Zimmer, jetzt privater gekleidet, wie er alles nach seinem Sinne gerichtet hat, damit er zufrieden ist und vielleicht gemütlich eine Pfeife raucht. Wenn da andere Menschen kommen, dann ist er genervt, fühlt sich gestört und spürt in sich deutlichen Widerstand. Und weil er ein empathischer Mensch ist, geht er davon aus, dass es anderen ähnlich geht. Bei denen ist er dann der Störenfried.
Deswegen erwartet er von anderen denselben Widerstand, mit dem er den anderen begegnet. Grantler aller Länder, vereinzelt euch. Im nächsten Satz bringt Kant diese beiden Seiten seiner Persönlichkeit zusammen und schreibt einen saftig prallen Wahrcox-Satz. Zitat: Dieser Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. Zitat Ende. Also den Satz finde ich wirklich prall und saftig. Und damit hat Kant für mich das Problem gelöst und ich habe das in den Mittelpunkt des Erlebniswochenendes gestellt und ich werde auch jetzt am Samstag im Newsletter und vielleicht im nächsten Podcast darauf nochmal ein bisschen eingehen, weil der Knaller vielleicht so an dir vorbeiknallt, dass du gar nicht merkst, was es für ein Knaller ist. Also die Idee von Kant, für mich der Knaller, ist: Sinn und Zweck des menschlichen Daseins ist es, sein Potenzial zu entfalten, seine Eigenschaften zu entwickeln. Und in dem Text, den ich nächste Woche im Newsletter dranbringen werde, geht es eben darum, dass Kant sagt, das schafft aber keiner alleine. Also das Potenzial des Menschen ist so groß, dass das niemand alleine entwickeln kann, weil dafür reicht das Leben nicht. Das heißt, wir müssen es als Menschheit entwickeln, weil ein einzelner Mensch kann es nicht entwickeln. Und die Natur will aber, dass wir das entwickeln. Und jetzt ist die Frage, ja, wie macht denn jetzt die Natur das, dass sie uns in die Entwicklung treibt? Und da sagt Kant, der Trick der Natur ist, dass sie die Menschen in Zwist und Streit und Antagonismus und Widerstand treibt. Und deswegen fühlen wir einen ganz starken Drang oder Zwang, uns zu entwickeln. Und daher ist eben die Idee, der Einzelne würde sich das ruhige Leben wünschen in Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für den Menschen und die Menschheit gut ist und zwingt uns in die Entwicklung, weil uns die anderen so nerven, sodass wir uns entwickeln müssen. Und nachdem mir das dann klar war, dachte ich mir, ach guck mal, Problem gelöst. Wir müssen uns gar nicht verstehen, es reicht, dass wir uns nerven. Das hat auch Jordan Peterson mal irgendwann gesagt. Wenn es ein Paradies gäbe und wenn alle Menschen wirklich im Paradies leben würden und gebratene Tauben flögen in den Mund und sie müssten nichts tun, außer einfach nur glücklich grunzend irgendwo zu sitzen und sich gut gehen zu lassen, irgendeiner tät anfangen, einen anderen zu ärgern, einfach nur damit irgendwas passiert. Wir können es einfach nicht lassen. Und das ist es, was uns Menschen in die Entwicklung treibt und uns weiterbringt. Ich schließe den Newsletter ab mit dem letzten Absatz. Fängt es an, Spaß zu machen? Zugegeben, das waren die einfacheren Sätze und simpleren Gedanken aus dem Hause Kant. Wenn du neugierig bist, wie es weitergeht, dann findest du die Fortsetzung im vierten Satz des Textes Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Nächste Woche schauen wir uns noch einen etwas verzwickteren Gedanken an. Bis dahin, liebe Grüße, Ralf. Ja, nächste Woche war dann doch nicht, weil die Woche drauf war dann halt das Erlebniswochenende, wo dieser Gedanke dann ausführlich dargestellt wurde und darum wird das jetzt erst in dieser Woche sein, also oh Gott, heute ist der 21., 28., 27., 25. Mai müsste das dann sein, wo dann dieser Text kommt, wo ich den Kant entfalten werde zum Thema der Mensch will Eintracht, aber die Natur pusht uns in die Zwietracht. Ich hoffe, es waren ein paar Ideen dabei für dich, wie du so einen Text, wenn du dich ranwagst und wag dich ruhig an den Kanttext, der ist wirklich unglaublich spannend. Über jeden einzelnen Satz von diesem Text könnte man einen eigenen Podcast machen. Langsam lesen, klangvoll lesen, Wacock draus machen und immer darauf achten, wo ein Satz endet. Das ist also wirklich, ich habe dann immer beim Lesen angefangen, mit den Augen vorzusuchen, wo kommt denn der nächste Punkt? Und innerlich dann sozusagen eine Periode, also vom Anfangsbuchstaben bis zum Punkt, mir angeguckt und mir klar gemacht, da muss ich jetzt irgendwie durch auf einen Atemzug mehr oder weniger, weil das ist ein Gedanke und den dann erfassen. Also man liest oder ich lese dann sowas wirklich Satz für Satzweise und entschachtel es und übersetze es ins Wacock, mach mir Bilder draus, mach mir Emotionen dazu, setze die Sachen in Zusammenhang und beginne dann Stück für Stück zu erzählen. Der Text, der jetzt am 25. dann kommt, der wird bestimmt auch wieder in einen Podcast reinmünden, weil
Das Stückchen, was ich da gerne von Kant erläutern würde, ist für sich genommen fast schon so lange wie ein Newsletter. Es wird also sehr herausfordernd, das innerhalb eines Newsletters zu erklären. Und da freue ich mich jetzt schon, dass ich dann im Podcast von nächster Woche die Gelegenheit haben werde, das ein bisschen zu entfalten. Und dann kommen auch wieder andere Themen, weil wie gesagt, das mit dem Verstehen hat mich jetzt ein paar Monate bis Jahre intensiv beschäftigt und begeistert. Mal gucken, was danach kommt. Vielleicht NLP für Faule oder das große ABC des NLP oder das Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.